gibt's da eine Karte. Was war das? Ach, ich seh mal nach. Was zur Hölle? Irgendwelche Koordinaten? Wollte jemand, dass es gefunden wird? Pfeile. Wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie. Sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Ich schaff das. Thank you.
Gott hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Das Rudel ist irgendwo da oben. Diese Ruinen, Kamakura-Periode, gehörte das alles zu Yamatai? Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut?
Fröhlichs da drin. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ich hab ihn. Okay, jetzt zurück zu Roth damit. Flicken wir dich zusammen. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erstmal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara.
Immerhin. Bist du eine Croft? Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch, bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen, doch ich spürte auch Furcht.
Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Signal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Dabei. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia, meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut.
Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen das. Ja, nur ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. Ich mach dich fertig! Thank you.
Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Dann mal Frauen. Eine hat Vater Matthias selbst gemacht. Für das Ritual? Vermutlich. Heute Nacht wird's hier. Geht.